Wer war zuerst da? Du oder der Frühling? Der Frühling. Kann sein. Ich habe jedes Gefühl für Zeit verloren. 20. März? Wann war das? Welcher Tag ist heute? Was spielt das schon für eine Rolle? Was ich weiß ist, dass du eines Tages plötzlich da warst. Ich trat ans Fenster, wie immer. Und du? Strecktest gerade deinen Kopf heraus. Blick nach oben zum Himmel, der sich makellos blau über die Stadt gelegt hatte. Ich drehte mich nur kurz um und weg warst du. Welch eine Erscheinung, habe ich gedacht. Dich doch bis zum nächsten Tag vergessen, an nichts gedacht, geschlafen, geschwiegen, aufgestanden und ans Fenster getreten, Tasse in der Hand. Und da warst du wieder. Tasse in der einen, Zigarette in der anderen Hand, wie ich, dachte ich. Und es erstaunte mich nicht im geringsten. Ich hätte gewunken, wenn du... Aber das hast du nicht. Blicktest nach unten auf die Straße, nahmst Notiz nicht von mir, sondern den Müllmännern in ihren orangenen Overalls. Mit jedem Frühlingstag wandert die Sonne ein wenig früher über den Himmel, schaut ein wenig früher über das Dach, schien etwas früher in dein Fenster. Und du, geglückter Mensch, hast jeden Tag deinen Platz an der Sonne eingenommen, mit angezogenen Knien auf dem Fensterbrett, den Kopf eine Spur zur Seite geneigt, dein Gesicht hinter dunklen Sonnenbrillen verborgen, saßt du da, im Licht. Und ich versteckte mich im Halbschatten vis-à-vis. Dabei wollte ich, dass du mich siehst, dass du einmal deinen Blick in meine Richtung. Aber das hast du nicht. Deinetwegen stellte ich mir den Wecker, um keine kostbare Minute deines Anblicks zu verpassen. Was wirst du wohl heute tragen? Habe ich mich gefragt und mich über die steigenden Temperaturen gefreut. Deine nackten Unterarme, die zarte Kette um das linke Fußgelenk, die Bluse aus Chiffon. Ich mochte alles. Alles, was du. Die Aprilsonne wandert viel zu schnell, das Schauspiel vorbei, noch ehe es Mittag. Mit einer perfekten Bewegung schwankst du die Beine zur Seite und rutschtest vom Fensterbrett. Noch einmal kurz zurück, um den Aschenbecher zu holen und aus. Vorbei. Fenster geschlossen. Zurück blieb ich mit meiner Enttäuschung und der Hoffnung, dass auch morgen wieder die Sonne tut. Diese Vorfreude rettet mir den Tag, rettet mir Tag für Tag für Tag. Was hätte ich gegeben, dich einmal zu berühren? Dir mit meiner Hand über den Rücken streichen. Deine Stimme hören. Lächerlich. Es hätte doch alles nur zerstört, oder? Oder? Einmal war ich kurz davor, einmal war ich bereit, dir in dem Augenblick, wenn die Sonne dein Fenster verlassen würde, zuzurufen. Ich hatte mich weit aus dem Fenster gebeugt, die Hände zu einem Trichter geformt, wartete ich auf den Moment, dich zu rufen. Hallo. Hallo, Sonnenanbeterin. Es war vielleicht eine Unachtsamkeit, das Gleichgewicht verloren. Etwas hatte dich abgelenkt, erschreckt. Aber ich habe ja gar nicht. Es war eine ganz bewusste Bewegung, du hast dich fallen lassen. Es war ein Unfall, ja natürlich. Es war Schicksal, es war mit Sicherheit etwas wissen, wer kann das schon. Ich habe dich fallen sehen, Sonnenanbeterin. Dein Schatten flog die Mauer entlang. Du hast nicht geschrien. Alles war still. In der Straße kein Laut. Der Aufprall unhörbar. In mir eine Explosion. Das ist nicht passiert. Das muss ein Irrtum,
Täuschung der Augen. Du bist nur kurz zurück in deine Küche, um dir eine neue Tasse Kaffee zu holen. Kurz darauf die Sirenen. Feuerwehr, Rettung. Die parkenden Autos verdeckten dich. Meinem Blick entzogen lagst du auf dem Asphalt. Und ich, wie festgefroren hier am Fenster. Du bist lange dort gelegen. Zeit genug um. Ich blieb am Fenster. Sie sind mit einer ausfahrbaren Leiter in deine Wohnung. Feststellung der Identität, hörte ich mich denken. Und hätte immer noch die Gelegenheit gehabt, nach unten zu gehen, zu dir. Mich niederzuknien neben dir. Dich ein erstes und letztes Mal berühren. Ich wollte mir dein Bild nicht zerstören. Die Rettung fuhr ohne Blaulicht ab. Zuletzt kam ein Feuerwehrmann mit Hochdruckreiniger. Dann warst du endgültig verschwunden. Als ich später auf die Straße trat, zum ersten Mal seit wie vielen Tagen, sah der Gehsteig aus, als ob nichts gewesen wäre. Ein vorbeilaufender Hund hielt inne und schnupperte neugierig an einer Stelle. Nachdem ihn sein Besitzer weggezogen hatte, zündete ich genau dort meine Kerze an.